Ich bin in Spanien und darf euch begrüßen von der Urlaubsinsel der Deutschen von Mallorca. Und hier stelle ich euch ein ganz interessantes neues Auto vor von Volkswagen. Das ist der ID.3 GTX. Und ich kann mich noch erinnern an das Jahr 1977, 78. Da hatte ich erstmals Bekanntschaft gemacht mit einem VW Golf GTI. Der hatte damals so um die 110 PS, zählte aber trotzdem in seiner Klasse zu den ganz schnellen und auch sportlichen. Das ist jetzt hier der elektrische Nachfolger eines Golf GTI. Der sieht richtig schick aus im Vergleich zum ID.3, der vor einigen Jahren erschienen ist. Ist das hier jetzt schon mal eine ganz andere Nummer. Also schauen wir mal genauer hin. Ja, wenn ich hier so reinschaue, dann erinnert mich das an einen VW Golf GTI. Warum? Naja, auch hier gibt es so einige Rotanteile, zum Beispiel hier diese Einlage auf dem Lenkrad. Das gibt es auch bei einem GTI oder gab es bei einem GTI. Und dieser ID.3 GTX hat das übernommen. Auch hier im Lenkrad gibt es schöne rote Nähte. Das gleiche findet man auch noch auf dem Armaturenbrett. Neu in der Sprachsteuerung ist auch das ChatGPT, also künstliche Intelligenz, das auch Fragen beantwortet, die nichts mit dem Auto zu tun haben. Es gibt darüber hinaus viele neue Fahrerassistenzsysteme, die das Autoleben erleichtern, wie zum Beispiel einen Parkassistenten. Das Auto hat ja einen Heckantrieb und es gibt zwei Versionen und dazu erzähle ich euch jetzt gleich noch ein bisschen mehr. So, nun ein paar Daten zur Leistungsfähigkeit dieses ID.3 GTX. Er hat also nur einen Hinterradantrieb. Ich persönlich finde das ganz gut, denn alle sportlichen Autos haben eigentlich nur einen Hinterradantrieb. Ganz aktuelles Beispiel ist natürlich die Formel 1. Und mit einem solchen Antrieb lassen sich auch herrliche Drifts hinlegen, wenn man dann alle Fahrerassistenzsysteme ausschaltet. Der Motor, ja, da gibt es zwei Versionen. Einmal 286 PS und 326 PS. Die stärkere Version würde mir auch gut gefallen. Ist dann auch eine sehr, sehr starke Version in einem elektrisch angetriebenen Volkswagen. Es gibt den ID.3 GTX, der 180 Topspeed realisiert und in 6 Sekunden von 0 auf 100 sprintet, wobei der ID.3 Performance GTX 200 Stundenkilometer rennen darf und die 100 schon in 5,6 Sekunden erreicht. Letzterer ist auch mit einem DCC Sportfahrwerk bestückt. Damit lässt sich dann sehr sportlich als auch komfortabel fahren. Übrigens, 545 Newtonmeter Drehmoment erzeugt das System. Damit ist sportliches Fahren garantiert. Preise gibt es noch nicht, aber rund 50.000 Euro dürfte der neue VW-Sportler schon kosten.